Wisst ihr, was wir heute machen? Wir machen heute Folgendes. Wir machen heute Folgendes. Weil ich jetzt sowieso nichts zum Resetten habe, spielen wir jetzt ein bisschen Greed Mode. Das machen wir heute. Wir haben sehr lange keinen Greed Mode gespielt und deswegen spielen wir jetzt einfach ein bisschen Greed Mode. Mit Azazel würde mir tatsächlich das sogar fehlen. Und mit Azazel ist es mir tatsächlich auch gelinde gesagt scheißegal, wie mein Start ist. Ja, das wäre vollkommen in Ordnung. Ich habe ein Herz gehört. Oh, das ist ein normales Rotes. Naja, lass uns mal starten. Lass uns mal starten. Bin zwar vom Greed Mode per se echt nicht so Fan mit meinen Mods, weil es einem schon sehr schwer ist. Aber ich probiere das nochmal. Sehr oft haben wir es ja bisher nicht gemacht. Boah, das war richtig knapp, ey. Aber hey, vielleicht kriegen wir den ein oder anderen ganz guten Run zusammen. Von Azazel bin ich im Greed Mode erst recht kein Fan, aus offensichtlichen Range-Gründen gegen Greed. Ultra Greed. Aber vielleicht kriegen wir es gegen Ultra Greed einigermaßen hin, ohne dass es mich abfuckt. Let's see. So, das waren die ersten 8. Das haben wir sogar immerhin schon mal hingekriegt, ohne dass wir Schaden genommen haben. Hallo Terabyte, moin Lu, grüße euch alle. Wir kaufen da das von Schlüssel. Und hoffen, dass hier was Vernünftiges bei ist. Es ist The Fortune Cookie, der mich eigentlich immer sehr nervt, aber ich brauche dieses Soul Heart. Wow, das war eine erstaunlich schnelle, gute Sache. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn für ein Teufelspin, Alter? Das ist der Greed-Pin. Der sieht im Übrigen absolut sick aus. Und dann auch noch als Champion alle. Euch geht's aber schon gut. Ja, er macht hier einen auf Monstro. Soweit so gut. Wir müssen auf jeden Fall den Devil Deal mitnehmen. Boah! Okay, das ist wirklich eine sehr böse Challenge. Wow! Oh, wow. Okay. Jesus fucking Christ. Okay, ja, das war dann auch schon mal direkt RIP. Holy fuck, okay. Ich gebe zu, völlige Überforderung. Ganz, 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 ganz böse Devil Deal. Hui. Hui. Hallo Bienchen. Passend. Sehr passend gerade. Hallo Bonner. Boah, ey. Das war ein sehr schwerer Deal. Was gibt's denn hier? Whore of Babylon. Wäre ja mit ihm gar nicht so übel, wa? Aber dann haben wir auch gleich nicht mehr so viele Leben. Aber ich muss es mal machen. Er sieht halt dann auch einfach extrem nice aus. Ich würde sagen, wir gehen... Ja, wir rollen hier. In ein Soul Heart, wenn es geht. Ich würde den Run nämlich gerne spielen ein bisschen. There we go. Ja, ich kaufe einfach Soul Hearts und der Rest... Oh, der Kleine. Ja, yeah, ich umarme dich ja kaum noch. Schade, kein Soul Heart.
Muss man mal riskieren. So, aber mit Horn of Babylon haben wir schon mal 8 Damage. Das ist ganz in Ordnung. Und das ist die Willing Leech. Gibt mir einen leeren Herzcontainer. Was natürlich blöd ist, weil ich ja den Horn of Babylon Effekt behalten will. Ich meine, solange ich es nicht heile, wäre es egal. Weil das rote Herz ja voll sein, also da sein muss für den Effekt. Ja, okay, komm, wir nehmen es einfach. Siehst du, kommt trotzdem der Effekt. Brauchen wir eigentlich auf jeden Fall nur noch ein bisschen Tears ab. Da wäre ich großer Fan von. Wenn ich ganz so wahnsinnig lange brauche. Oh mein Gott. Also eine Höhe für die kleinen Leechies. Boah, bei dem wusste ich jetzt auch gar nicht, was der für eine Animation macht. Die kleinen Leechies sind nur irgendwie ganz schön langsam. Nicht wieder große Bruder. Große Litchi. Ich sollte vielleicht mal das Ding öfter drücken. Sollte ich vielleicht mal machen. So, gibt es hier irgendwas Interessantes? Ich nehme jetzt mal einen Schlüssel mit, auch wenn er wahrscheinlich hier wieder nur Krampf bei ist. Wie Petrock. Ja, gut ist das nicht. Aber okay. So, wir rollen einmal. Loaded D6 bringt mir jetzt nicht so viel, ne? Okay, ein Ding einfach verschwunden. Och nö. Schon wieder Bienenparty. Muss was mit Bienchen zu tun haben, kann ich mir nicht anders erklären. Aber gut, wir machen deutlich mehr Schaden als vorher, von dem her ist es okay. Oh Gott, das ist der Greed Gurdy. Und der hat Fauststick hinter den Ohren. Oh, no, oh no. Scheiße. Der hat mich doch erwischt. Mist, Sau. Okay, Doppelpin. What? Der hat mich erwischt. Schade, ich hätte gehofft, beide zu killen. Temperance. Sehr mieser Deal. Sehr mieser Deal. Weißt du was, wir machen mal Folgendes. Okay. Das geht wohl klar. Und dann werde ich einen Schlüssel kaufen und in die nächste Ebene gehen. Sieht nicht sehr gut aus. Wow. Jetzt gehen meine ganzen Spinnen für das Ding drauf. Klasse. So, Chocolate Milk. Jetzt habe ich richtig verkackt, weil das Gute ist, ich kann jetzt immer schießen, wann ich will. Das ist eigentlich ganz geil. Also mit ihm ist Chocolate Milk ganz geil, aber jetzt habe ich natürlich ein Herz aufgenommen. Aber Moment, wir haben die Temperance. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Oh, das Synthoil, das ist auch noch ganz gut. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Hier gibt es was reduziert. Dann stellen wir den Temperance. Oh, okay. Ach nö, wieder nur Spinnen.
Okay. Bandage-Teil kaufe ich. Ich kaufe... Oh, ich wollte eigentlich alles kaufen, was da liegt, aber eine Box. Oh. Naja, lass uns jetzt erstmal hier reingehen. Das Gute ist halt wirklich mit Chocolate Milk, ich kann immer genau dann schießen, wenn ich das für richtig halte und muss nicht warten. Und da mein Damage hoch genug ist, muss ich meistens ja auch gar nicht warten. Das killt die trotzdem. Und richtig lange aufladen ist für die Bosse halt dann brutally good. Also ja, damn, Chocolate Milk mit ihm ist fantastisch. Den Hit hätte ich jetzt nicht unbedingt kassieren müssen. Und ich habe mittlerweile extrem viele Würmer. Das ist nicht zu unterschätzen, dieses Item. Muss ich gestehen. Weil vielleicht ein wenig hoch unterschätzt. Achso, das ist ja eh der Typ, der hier seine Freunde rauspfeffert. Ja, das krass ist, wenn du richtig lange auflädst, dann one-shottest du ja gefühlt alles. Und meine Würmchen machen das auch. Cool. Die Animation ist so geil, weil das so richtig schön pfeffert. Guck mal, ich lade jetzt richtig lange auf. Und dann... fast die Hälfte abgezogen. Hammer. Und der Rest wird hier gekillt. Mega. Ja, yeah, I like it a lot. Really, really, really. Das Ouija-Board bringt mir nix. Each of enemies will be charmed. Nein, will ich auch nicht. Macht mich jetzt nicht so glücklich. Oh, was habe ich denn da in der Ecke? Mein Blackheart. Gut, ich mache das trotzdem. Ja, genau deswegen. War nämlich gratis. Und warum genau habe ich jetzt eigentlich dem anderen Bettler nicht das halbe Herz gegeben? Darum habe ich doch die gespawnt. Das war irgendwie dumm. Da habe ich irgendwie nicht nachgedacht. Oh, Hierophant. Wow, das war eine richtig gute Box. Das ist Tears Up. Hm, helfe ich ja eigentlich nicht. Ja, okay, reicht. Mehr mache ich nicht. Was hast du für mich? Klasse. Ja, okay. Ja, das war nicht das smarteste Move. Das muss ich leider gestehen. Uff, Darkness. So, was gibt es hier? Leprosy. Taking damage spawns a projector blocking orbital. Mhm, okay. Und die Comchugacha spawns one random capsule. Removes coins. Vielleicht mache ich das. Uff, die Red Candle ist allerdings auch richtig gut. Hm. Muss ich mal gucken, was da dann die beste Option für mich ist. Wow, ich liebe Chocolate Milk mit dem. Holy shit, das habe ich ja völlig nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie gut das eigentlich ist. Alter, mach du mal kein Auge hier. Und diese kleinen, Dings? Die Leeches sind viel besser, als ich auch zuerst vermutet habe. Auch das muss ich schamlos gestehen. Blackstar, danke schön für den 31. Ja, dieser Fortune-Cookie ist aber echt ein Witz, dass da überhaupt ein Zaunhard rauskam. Wow, ich habe den einfach fast gewonshottet. Oder habe ich ihn? Ich habe ihn sogar gewonshottet. Das mache ich direkt nochmal. Hätte ich mit dir auch gemacht. Boah, ist das stark. Nice. Bin Fan. It lives? What? The hell is this?
Yo, dude, what the hell? What the actual fuck, dude? Yo, wie soll's denn hier angreifen? Wow. Okay, das war jetzt ein bisschen wild. Ich muss irgendwas kaufen für das Herz. Malak Mod grants a temporary invisible state where you can attack with scythe. Ich erinnere mich an das Ding, das war von diesem einen Char. Enemies may spawn fettered. Fettered enemies share damage taken with other enemies. Weißt du was, ich nehme dieses Herz. Dann habe ich das jetzt wieder aktiv. Und ich habe ultra viele Coins. Dann kaufe ich die Red Candle. Kauf mir einfach nur Herzen. Das reicht mir, um es zu gewinnen. Bin ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Und dann nehme ich die einmal mit. Dann kriege ich wenigstens eine. Und das ist ein TS-Up. Und das ist auch noch richtig gut. Ah, wait. Das ist ein Coin mehr für ein Herz mehr. Ich brauche gar nicht mehr. Damage mache ich mehr als genug. Die Red Candle habe ich auch noch im Gepäck. Witzigerweise, die Red Candle... Eigentlich brauche ich sie gar nicht mehr. Genau so, Kira. Genau so sieht's aus. Eigentlich brauche ich sie gar nicht mehr. Aber gut. Haben ist haben oder so. So, was gibt es hier Feines? Host und Toast. Damage Up und Range Up. Aber sicher doch. Und Glaukoma makes your screen slightly darker. Tja. Merke ich nicht. So, der Preis, der Back, ich glaube, hier muss ich jetzt erstmal nichts machen. Witzigerweise werdet ihr mich jetzt vermutlich nur sehr selten die Dings überhaupt zünden sehen. Einfach überhaupt gar keinen Grund gibt. Ich meine, ich versuche dran zu denken, aber... So, ab und an... Wird schon mal einer gesprengt durch die Kerne. Ah ja, siehst du da hinten. Ja, eigentlich erwische ich damit ganz gut, Leute. Unter anderem auch ihn. Wow, das war ja richtig gut. Ha, ich bin so strong mit dieser Milk, ey. What the hell? Krass. Ach so, sind wir hier bei Mega-Satan oder was? Junge, die sind so schnell. Der WTF, wie gut sind denn diese kleinen Würmer? Hä? It's ridiculous. Dead Cat. Ja, das ist eigentlich doof. Two Black Hearts damages enemies in the room upon being hit. Those damages ramp up to cap per floor. Ira. Oh klar, habe ich noch nie gehabt. Nehme ich mal mit. Kriege die Herzen fast wieder. Pebas, Ausrufezeichen, Angebote. So, dann würde ich sagen, rollen wir. Das war komplett dämlich, weil da schon wieder so eine Kackfliege war, die ich nicht gesehen habe. BFF. Gilt das für die... Gilt das für die Kleinen? Oh mein Gott, das gilt für die Kleinen. Guckt euch mal an, wie groß die jetzt sind. Ui, nice, Alter, nice. Okay, okay. Ja, den Rest sparen wir. Ultra nice. Ich kann mich ja gar nicht beschweren.
So, nochmal eine Kiste mit einer Pille, die ich nicht will. Und noch eine Pille, die ich nicht will. Ich mache mir meinen Ronald nicht kaputt. Weil das wird tatsächlich ein Kill werden, denke ich. Oh, wir sollten sparen, damit ich ein bisschen was in die Donation-Maschine packen kann. Oh, nice. Da gibt es sogar nochmal einen geraden Schlüssel. Ja, ich sollte sparen. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Ich bin stark genug. Ich werde das schon schaffen. Logan, danke schön für den 108. Mensch, auf den nächsten 108. Ah, Wahnsinn. Das ist ganz geil. Durch diese Dings habe ich auch gerade, ist mir auch gerade schon im Teufelsraum aufgefallen, sehe ich, wo unsichtbare Gegner sind, wegen diesem einen Item, weil da so eine Kette über die ist. Das ist ganz cool. Spoonbänder gönnen sie sich. Wait, wo ist der Gegner? Da oben? Wait, einfach nur ein paar Fliegen? Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, aber... Boah, ist das stark, ey! Hier gibt's Geld und zwar gar nicht mal so wenig. Und da gibt's noch einen Coupon? Was hier los ist? Makes one item for free. Ja gut, warte mal. Ultra viel Geld. Muss aber schon was Gutes dann hier wenigstens liegen. Was ist das eigentlich hier? Spinning Sand. Follows and damages enemies. Hm, das nehme ich mal mit. Das hatte ich noch nie. Oh mein Gott. Ah, ist der Schlüssel geworden. Okay, das nehme ich auch noch mit. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Kein Geld mehr ausgeben. Kein Geld mehr ausgeben. Was? Devil Deal verpasst? Nein. Ganz im Gegenteil. Wow, was ist denn hier los? What? 5 Kisten. Blood of Satan. Hm. Und Astaroth slows down enemies projectiles. Tears up. Ich will eigentlich nur hier so 2 Soul Hearts raus haben, wenn es geht. Ja, jetzt habe ich natürlich Schaden genommen. Was nochmal? Alter, dein Ernst? Krieg gar nichts. Ich meine, viel Leben habe ich nicht. Aber ich riskiere es. Ich habe 20-20. Ich habe eine okay Rate. Das ist ein... Ich will aber kein HP abhaben. Sleeping in the bed gives you a bonus. Bringt mir auch nichts. Shit, ich will das eigentlich haben, aber ich kann mir den Damage Down nicht erlauben. Jetzt kann ich nicht machen. Ja, aber Mura, ich will ja das Geld nicht ausgeben, weshalb ich das ja da viel lieber nutze. In dem Fall gebe ich ja lieber Herzen für den Deal aus. Ah ja, wir probieren's. Mal gucken, ob's schief geht oder funktioniert. Okay, das ist nochmal ein bisschen extra Geld. Und Midas Touch. Okay. Okay, ich mache sehr guten Damage. Oh ja, in der Phase kann ich am besten Damage machen.
Meine Coins. Meine Coins, ein bisschen wie meine Keime. Ihr kennt das. Na, wahrscheinlich kennt das tatsächlich gar nicht mehr so viele. Schon ganz schön alt, der Spruch. Kriege aber noch mehr Coins. Das finde ich gut. Oh! Warum habe ich so viel Leben verloren? Alter, was? Oha. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh Gott, ich habe gar nicht aufgepasst. Was habe ich denn da gemacht? Oh, Double Kill? Oh, Double Kill zählt aber nicht. Ich muss in die Chest gehen.